Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hund, Katze, Specht und ich melde mich hier aus dem Garten. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund, denn heute dreht es sich bei uns um die Vierbeiner, genauer gesagt um die Hunde, denn die hatten am Freitag einen ganz besonderen Feiertag, nämlich der Nimm deinen Hund mit zur Arbeit. Tag, woher der kommt und warum der gefeiert wird, das lese ich Ihnen mal vor. Ich habe nämlich im Internet mal recherchiert. Also Obacht, der Nimm deinen Hund mit zur Arbeit-Tag wird jedes Jahr am ersten Freitag nach dem 19. Juni gefeiert. Der Nimm deinen Hund mit zur Arbeit-Tag wurde im Jahr 1999 von Pet Sitters International ins Leben gerufen, um Hunde als großartige Begleiter zu würdigen und um die Adoption von Hunden zu fördern. Am Nimm deinen Hund mit zur Arbeit Tag sollen die Kollegen für einen Tag lang erfahren, wie viel Freude ein Haustier machen kann und um die spezielle Bindung zwischen Mensch und Hund zu spüren. Ja, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Auch wir haben nämlich einen tierischen Kollegen bei uns, nämlich Hund Jack. Der gehört der Ella und Jack ist auch täglich mit bei uns im Sender. Man findet ihn sogar, wenn Sie bei uns auf der Homepage unter Personal gucken und unter Mitarbeiter gucken, finden Sie ihn sogar als Feel-Good-Manager, hat er seinen eigenen Steckbrief sozusagen. Und wie so ein Arbeitstag im Leben von Jack aussieht, das schauen wir uns jetzt mal an. Gut gelaunt und voller Tatendrang betritt Jack jeden Morgen schwanzwedelnd unser Medienhaus. Bevor er sich aber für ein kleines Päuschen in sein Körbchen unter dem Schreibtisch von Frauchen Ella zurückzieht, werden erst einmal alle zweibeinigen Kollegen begrüßt und guten Morgen gewünscht. Klar, dass hier dann auch das ein oder andere Leckerchen abfällt, also quasi das zweite Frühstück. Wenn Jack dann seine ersten Aufgaben als Feel-Good-Manager bei TV Mittelrhein und WWTV erledigt hat, ist es natürlich Zeit für eine kleine Verschnaufspause. Die hat er sich dann auch richtig verdient. Der Jack bereichert meinen Alltag in dem Sinne, indem er immer mal wieder vorbeikommt, eine kleine Schmuseeinheit will und auch ein Leckerli vielleicht. Und das ist für mich auch ganz angenehm, mal ganz kurz ein bisschen zu kuscheln und dann wieder weiterzuarbeiten. Einen tierischen Arbeitskollegen zu haben, ist auf jeden Fall super. Dann hat man immer jemanden zum Kuscheln. Ein Hund auf der Arbeit erleichtert den Alltag ungemein, finde ich. Es kommt immer ein bisschen gute Laune auf im Büro und das lässt einen durchaus mal an was anderes denken als nur an die Arbeit. Wir stellen fest, die wahren Stars beim Fernsehen arbeiten manchmal nicht vor, sondern hinter der Kamera und haben ihren Arbeitsplatz unter dem Schreibtisch. Ja, auch euch ist viel zu warm, deswegen geht schön in den Schatten, ihr Lieben. Ja, das war Jack, wie er leibt und lebt bei uns im Sender. Und gleich stellen wir Ihnen noch Henky Panky und Molly vor. Zuerst werfen wir aber einen Blick auf die Tierheime der Region. Da gibt es nämlich einige Tiere, die suchen ein neues Zuhause. Und vielleicht ist ja diesmal das richtige Haustier für Sie dabei. Und danach melden wir uns zurück. Und wie gesagt, dann lernen Sie Molly und Henk kennen. Dir geht's gut hier, ne? Alles klar, gibt gleich mal ein Besserchen. Also, Film ab. Im Tierheim Ransbach-Baumbach ist diese süße Hundedame zu Gast. Smarty ist eine verschmuste junge Hündin, die für immer ein Zuhause ohne Katzen sucht. Sie fährt gerne mit im Auto und kann stundenweise alleine bleiben. Draußen ist Smarty verträglich mit Artgenossen. Zu Hause möchte sie aber gerne Einzelprinzessin sein und ihre Menschen für sich haben. Kinder sollten schon etwas älter sein, da sie gerne mal das Essen aus der Hand klaut. Mehr erfahren Sie über die süße kleine Hundedame im Tierheim Ransbach-Baumbach. Gesangskünstler Maestro wohnt zurzeit noch im Tierheim Neuwied. Der hübsche zitronengelbe Haubenkanarienhahn kam als Fundtier ins Tierheim. Daher ist sein Alter unbekannt. Maestro ist rundum gesund, quietschfidel, lebhaft und trällert vor sich hin. Auch im Kontakt mit Menschen verhält er sich recht neugierig und zutraulich. Doch Maestro sucht dringend Anschluss zu Artgenossen. Bei wem darf er ein artgerechtes und geselliges Leben in einer geräumigen Voliere führen? Weitere Informationen über Maestro bekommen Sie im Tierheim Neuwied. Im Tierheim Andernach wartet Lola auf ein neues Frauchen oder Herrchen. Lola ist eine ganz freundliche und sehr menschenbezogene Hündin. Sie schmust für ihr Leben gerne und freut sich immer über Streicheleinheiten.
Allerdings ist sie in manchen Situationen auch noch unsicher, vor allem im Straßenverkehr. Lola ist kein Hund für die Großstadt. Sie möchte auf jeden Fall eher ländlich leben, gerne aber als Zweithund. Größere Kinder und Katzen können auch gerne mit im Haushalt leben. Weitere Informationen bekommen Sie im Tierheim Andernach. Ja, Oskar sucht sich hier unten auch ein schattiges Plätzchen und genießt die warmen Sonnenstrahlen. Oskar ist natürlich schon Rentner und muss nicht mehr mit zur Arbeit gehen. Er schläft lieber ein bisschen länger. Eben haben wir Jack kennengelernt, wie sein Arbeitsalltag aussieht. Jetzt möchten wir ihn Molly und Hank vorstellen. Die arbeiten quasi mit in einem Onlinehandel. Und da schauen wir jetzt mal rein, wie da der Arbeitsalltag aussieht. Gestatten, das ist Molly. Die kleine Hundedame ist hier gerade mit Frauchen Maria auf dem Weg zur Arbeit. Maria Preuß arbeitet in einem Onlinehandel für Kindermode und Accessoires und ist froh, dass Molly gern gesehener Gast im Büro ist. Die richtige Wahrheit ist, dass der Hund der Chefin der Grund ist, weshalb wir jetzt die Molly haben. Weil der ist ja auch oft auf der Arbeit und das klappt super. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich doch Hunde mehr mag, als ich dachte. Und nachdem ich erfahren habe, ich darf auch eigenen Hund hier mitbringen, habe ich gedacht, ja, das ist doch optimal und dann machen wir das so und das klappt ja auch super. Natürlich ist es auch für die junge Hundedame viel schöner, den ganzen Tag bei ihrem Frauchen sein zu dürfen. Logisch, dass auch so viel mehr Schmuseeinheiten abfallen und das nicht nur von Frauchen, sondern auch von den Kollegen. Aber Molly ist nicht das einzige tierische Maskottchen im Betrieb. Ein Büro weiter darf Hank ebenfalls seinen Platz am bzw. unter dem Schreibtisch finden. Auch wenn Hank ein oder zwei Portionen mehr Hund ist als Hundedame Molly, machen beide einen guten Job im Unternehmen. Denn sind wir mal ehrlich, wenn dir bei der Arbeit solche Blicke zugeworfen werden, dann kann es doch nur ein besonders schöner Tag werden. Ja, wie wir gesehen haben, wenn es funktioniert zwischen Chef, zwischen Frauchen, Herrchen und dem Hund, ist das natürlich was Tolles, wenn man seinen Hund mit zur Arbeit nehmen kann. Natürlich, was ist denn, Oskar? Noch ist es meine Sendung und noch moderiere ich hier. Wir wollen aber, wenn wir jetzt Ihnen auch Lust gemacht haben auf ein neues Haustier, die Top 10 der beliebtesten Hundenamen präsentieren. Wir starten heute mit der Rubrik Top 10 der beliebtesten Hundenamen aus dem Bereich Kunst und Wissenschaft. Genau, Oskar. Und das sind die Top 10 Hundenamen aus Kunst und Wissenschaft. Auf Platz 1 Amadeus, auf Platz 2 Dante, auf Platz 3 Einstein, auf Platz 4 Goethe, auf Platz 5 Napoleon, auf Platz 6 Mozart, auf Platz 7 Dali, auf Platz 8 Newton, auf Platz 9 Shakespeare und auf Platz 10 Hamlet. Ja, und das waren sie, die beliebtesten Hundenamen aus der Rubrik Kunst und Wissenschaft. Und da waren schon richtig dolle Namen mit dabei. Das war's auch schon wieder mit Hund, Katze, Specht. Meine Köters haben sich hier irgendwo verkrümelt und genießen den Schatten. Das werde ich jetzt auch machen. Genießen Sie noch das Restwochenende. Ich sage vielen Dank fürs Interesse. Immer tierisch bleiben und natürlich nächste Woche wieder einschalten. Unsere Zuschauerin Jenny hat uns dieses Video zukommen lassen. Wir sehen hier ihren Stubentiger bei der veganen Ernährung und die Gurke scheint richtig gut zu schmecken. Vielen Dank für die tolle Einsendung. Und haben auch Sie ein tierisches Foto oder Video? Nichts wie her damit. Sie mailen es uns und wir senden es.